Augenzeugen filmten am Dienstag, wie ein Gebäude im Süden von Beirut plötzlich zusammenbrach. Zuvor hatte es einen israelischen Raketenangriff gegeben. Israel setzte seine Angriffe auf die libanesische Hauptstadt unterdessen weiter fort. Die libanesische Regierung teilte am Dienstag mit, allein innerhalb der letzten 24 Stunden seien dabei mindestens 63 Menschen getötet worden. Nach Überlebenden eines Angriffs in der Nähe eines Krankenhauses in Beirut wurde noch gesucht. Unterdessen hat Israel bestätigt, den mutmaßlichen Nachfolger des verstorbenen Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, Hashim Safi al-Din, getötet zu haben. Er sei vor 3 Wochen bei einem Angriff auf die südlichen Vororte Beiruts getötet worden. Der langjährige Hisbollah-Führer Nasrallah war im September bei einem israelischen Angriff auf die vom Iran unterstützte libanesische Miliz ums Leben gekommen. Eine Stellungnahme der Hisbollah lag zunächst nicht vor. Safi al-Din, ein Verwandter Nasrallahs, war Mitglied des Dschihad-Rates, zuständig für militärische Operationen, und des Exekutivrates, der die finanziellen und administrativen Angelegenheiten der Hisbollah überwacht.